Today's Between Master and Disciples, Dr. Christopher Schneider, a breatharian scientist, will be presented in German and English, with subtitles in Arabic, Aulaxese or Vietnamese, Bulgarian, Chinese, Czechoslovak, English, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Russian, Spanish and Thai. In den Heiligen Schriften wird der Körper des Menschen oft als Tempel Gottes bezeichnet. Doch es ist ein ziemlich ungewöhnliches Privileg für jede Seele, diesen geheiligten Wohnsitz zu erlangen, der das Göttliche beherbergt. Denn es ist wirklich ein Segen, als Mensch wiedergeboren zu werden. Zu verschiedenen Anlässen hat die höchste Meisterin Ching Hai über die Seltenheit dieses Phänomens gesprochen. To be reincarnated in the human world is hard. You have to have enough human quality. You have to have affinity with the parents, yeah? And with the society, with the people around which you were born. And very difficult. To be a human, you need some merit. You have done something good in the past in order to be able, yeah? To be able to pick a human birth. Als lebender Tempel Gottes ist der menschliche Körper voll mit Wundern ausgestattet, die in jenen wachgerufen werden können, die spirituell bewusst sind und vollendeten Glauben an den Schöpfer allen Lebens haben. In Edia, Fasten auf Lateinisch, ist die menschliche Fähigkeit, ohne Nahrung zu leben. Seit undenklichen Zeiten gibt es immer wieder Personen, die durch Prana, die vitale Lebenskraft, allein leben können. Durch die Gnade der Vorsehung können die Inediaten, Menschen, die ohne Nahrung leben, die Energie aus der Natur ziehen, um sich zu nähren. They live on the chi, from the ground, from the forest, and from the sun and from the air. They make use of all that. Or they live on love. And faith alone. Diese Personen kennt man als Lichtköstler, Sonnenköstler, Wasserköstler oder Prana-Köstler. Und sie kommen aus allen Lebensbereichen, aus verschiedenen Kulturen und aus allen Ecken der Welt. Tatsächlich sind die Möglichkeiten und Wunder in diesem Leben, die unser gütiger Schöpfer für uns geschaffen hat, endlos. Wir müssen uns nur im Innern verbinden, um unseren großen Reichtum als Kinder Gottes zu erkennen. Die höchste Meisterin Ching Hai hat liebevoll eine wöchentliche Serie auf Supreme Master Television vorgeschlagen, um solche Personen der Vergangenheit und Gegenwart vorzustellen, die ein Leben ohne Nahrung auf der Erde gewählt haben. Mögen deren spirituelle Geschichten sie bezaubern, mögen Herzen geöffnet und Horizonte erweitert werden. Wir laden Sie nun ein zum dritten Teil unserer vierteiligen Sendung Dr. Christopher Schneider, Lichtköstler und Wissenschaftler, auf zwischen Meisterin und Schülern. Diese Sendung befasst sich mit der Möglichkeit des Lichtfastens oder einem Leben ohne Nahrung. Es ist keine vollständige Anleitung. Versuchen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit, bitte nicht ohne fachmännische Anleitung das Essen einzustellen. Dr. Christopher Schneider, Chemiker und Naturheilkundler, lebt seit einigen Jahren ohne Nahrung. Er wuchs in Norddeutschland auf und arbeitete für die Vereinten Nationen als Wissenschaftler. Nach 2 Jahren folgte er dem Ruf seines Herzens, gab seine Position bei der UNO auf und befasste sich mit Naturheilkunde. Momentan arbeitet er auch als Lichtköstlertrainer, hilft anderen bei den ersten Schritten des Übergangs zum Leben durch Prana bzw. die kosmische Energie.
Gleichzeitig ist dieser Prozess aber auch ein Einweihungsvorgang, weil natürlich durch diese Veränderung im Körper und der Zellen sich auch das Bewusstsein verändert. Als er den Übergangsprozess zur Nahrungslosigkeit durchlief, erkannte Dr. Schneider, dass Essen lediglich eine Gewohnheit ist. Weil was heißt das eigentlich, das Essen? Das heißt, das ist etwas, was uns nährt. Es geht im Prozess sehr wohl um Nahrung, aber was nährt mich? Was unterstützt mich? Ob das dieses Prana ist, ob das dieses Feste ist, was ich mir in den Mund stopfe, oder ob das etwas ist, was noch woanders ist. Also ich sag mal, bestimmte Menschen, bestimmte Dinge, die ich tue. Und das merkt man sehr stark, wenn man diesen Prozess durchläuft. Das kann sein, dass das nicht immer gleich sehr angenehm ist, das muss ich dazu sagen. Sie stellen sich vor, Sie merken, dass das Essen, was Sie immer so schön genossen haben, Sie gar nicht mehr nährt, dass Sie gar nicht mehr interessiert. Das ist zum Teil keine so angenehme Erfahrung. Nur ist es für mich eine Erfahrung, die sehr tief ist, weil eigentlich wissen wir ja schon immer, das kann mich ja auch nicht nähern. Das ist ja nur so eine Angewohnheit gewesen, die ich so hatte. Und wo ich mich daran gewöhnt hatte, in meinem Alltag, ja, morgens frühstücken, mittags das und das essen, abends das und das, vielleicht morgens, weil man gerne beisammen sitzt, dann tut man halt nebenbei noch einen Kaffee schlürfen und eine Semmel dazu, vielleicht abends, weil man auch gerne zu zweit mit der Familie zusammen ist, dann isst man. Und jeder kennt das, ob man Hunger hat oder nicht. Man überlegt gar nicht, also ich habe nie überlegt. Das geht einfach weiter und während der eine Mund voll gekaut wird, wird die Gabel schon wieder beladen. Ne? Und wenn da so einigermaßen leer ist, noch nicht ganz leer, man könnte noch ein bisschen kauen, ist komisch schon eine Gabel vom Mund und es geht schon wieder weiter. Ne? Und an dieser Gewohnheit allein, also ich habe das wirklich erlebt nach dem Prozess und ich habe mir richtig zugeschaut, dachte, hey, was passiert hier eigentlich? Und ich habe mich fürchterlich erschrocken. Weil einfach ich gesehen habe, dass dieser Mechanismus noch läuft. Und dass es eigentlich nur um den Genuss geht. Es geht nicht mehr darum, ob was gesund ist, ob was zusammenpasst, sondern was ich brauche. Und ich brauche nicht das Essen. Bitte bleiben Sie dran bei Supreme Master Television. Zwischen Meisterin und Schülern ist gleich wieder zurück. Willkommen zurück bei Zwischen Meisterin und Schülern auf Supreme Master Television. Setzen wir unseren Beitrag Dr. Christopher Schneider, Lichtköstler und Wissenschaftler, fort. Dr. Schneider zufolge besteht eines der Stadien, die man während des Übergangsprozesses zur Nahrungslosigkeit erreicht, darin seine Identität wiederzuentdecken. Damit wir endlich sagen, okay, jetzt gebe ich auf. Und das ist ein Punkt, der tatsächlich passiert bei vielen im Lichtnahrungsprozess. Das ist nämlich der Punkt, wo wir zurück in unser Herz kommen. Wenn ich nämlich dann loslasse, unter den besonderen Umständen dieses Lichtnahrungsprozesses, wenn ich eventuell schon 5, 6, 7 Tage auch mit mir verbracht habe, dann komme ich dahin, dass ich wirklich merke, Moment, wer bin ich eigentlich? Für mich ist das eine Rückerinnerung an unsere Lichtnatur. Wir sind ein Lichtwesen. Und wir erinnern uns, dass wir eigentlich genährt sind. Und zwar nicht von der physischen Nahrung, nicht von meinem Partner, nicht von einem schnellen Auto, von irgendwelcher Musik oder Edelstein, die uns zwar unterstützen, aber nähren tue ich mich aus mir selber, beziehungsweise von Prana. Und da kommt schon für mich die Verbindung, eigentlich nähren wir uns selber, eigentlich ist es unsere göttliche Natur. Also wir sind göttliche Wesen, von Gott durchströmt. Allen, die sich für einen Lichtköstler-Lebensstil interessieren, rät Dr. Schneider unter anderem, zuvor vegetarisch oder frutarisch zu leben. Dieser Lichtnahrungsprozess ist ein bisschen was für die hartgesottenen,
weil jemand, der hört, 7 Tage nichts trinken, da muss man schon eine sehr hohe Bereitschaft haben, sich dem zu unterwerfen. Es kann jeder machen, grundsätzlich, sage ich mal, der gesund ist und sich dazu berufen fühlt. Aber es gibt dieses Auswahlkriterium, kannst du das wirklich durchstehen? Und das Schöne ist, das ist so, als würde jemand seine schützende Hand drüber halten. Dadurch, dass man 7 Tage nichts trinkt, hält das diejenigen, die zu große Zweifel haben, die eventuell das auch nicht schaffen würden, was auch immer das heißt, hält es ab. Und das Interessante ist, ich habe jetzt viele Leute durch den Prozess begleitet. Ich mache das in der Regel in Gruppen, in Seminarform. Wir nennen das Retreat, weil es ist kein Seminar, sondern es ist mehr ein Sein mit dieser Lichtnahrung. Da ist es so, dass viele, die das hören, relativ schnell diesen Lichtnahrungsprozess machen, die sich angesprochen fühlen. Da gibt es Menschen, die sagen, ich habe letzte Woche dieses Buch gesehen, ich möchte unbedingt diesen Prozess machen. Wo kann ich das? Wie mache ich das? Da gibt es sogar Menschen, die rufen an, die sagen, meine innere Stimme hat mir gesagt, ich soll aufhören zu essen und zu trinken. 2 Tage später bin ich in eine Buchhandlung gegangen, habe das Buch gesehen, jetzt weiß ich endlich, es stimmt. Mich bewegt sowas, mich hat es tief berührt, als mich jemand angerufen hat, mir das gesagt hat. Ich hatte schon 1-2 Jahre Vorbereitung, also ich wusste das schon länger. Aber es gibt Menschen, die sich angesprochen fühlen. Und das ist für mich auch sowas wie ein Beweis. Es geht. Es spricht die Menschen in ihrem Herz an, in ihrer Natur, in ihrer Lichtnatur. Es ist so, ich versuche natürlich, Ihnen das auch nahe zu bringen, nicht schmackhaft zu machen. Es geht nicht darum, das schmackhaft zu machen, weil wenn irgendjemand den Prozess macht, der vielleicht nicht gut genug vorbereitet ist, das ist nicht gut, weil, ich sag mal, das ist ja dann eine unangenehme Erfahrung und die möchte ich jedem ersparen. Um frei von dem Bedürfnis nach Nahrung zu werden, empfiehlt Dr. Schneider im Vorfeld eine Vorbereitung. Es ist sinnvoll, wenn man diesen Lichtnahrungsprozess macht, dass man sich vorbereitet innerlich, sich darauf einstellt und äußerlich, dass man seinen Körper auch ein bisschen vorbereitet. Ich mache eine Reise mit meinem Körper. Ich mache eine Reise, die heißt 7 Tage nicht trinken, 21 Tage nicht essen. Dass man meinetwegen sich gesund ernährt vorher, dass man möglichst 3 Monate vorher vegetarisch lebt oder gar Rohkost, dass man mal gefastet hat, dass der Körper schon weiß, wie das ist, etwas leichter zu sein. Und vielleicht, wenn man das eine oder andere noch hat oder als sinnvoll erachtet, sei es irgendwelche Darmreinigungsmethoden, Entschlackungsmethoden, dass man so etwas macht. Es gibt kein Patentrezept, aber es gibt etwas wie Empfehlungen. Es ist auch nicht sinnvoll, direkt vorm Prozess zu fasten, weil Fasten schwächt den Körper oft ein bisschen, weil ja diese massive Ausscheidung im Vordergrund steht. Der Körper arbeitet da sehr hart. Und es ist gut, wenn ich 1-2 Wochen vorher relativ normal lebe oder dann nur von Obst, nur von Rohkost, vielleicht auch nur von Säften. Ich habe aber festgestellt, wenn der Körper noch nicht umgestellt ist, ist das nicht so sinnvoll. Dann kann man in diesen Prozess hineingehen. Und ich sage nochmal, ich habe festgestellt, dass dieses Auswahl- oder Vorbereitungskriterium einfach so ist, wenn das Herz singt, Jasmin hat das mal gesagt, dann ist es das Richtige für dich. Wenn du zweifelst, lass es oder warte. Es ist nicht für jeden dieser Prozess, man muss ihn nicht machen. Aber wenn man sich berufen fühlt, kann man die notwendigen Schritte gehen. Und es gibt dann immer die Hinweise, dass es richtig ist. Es war uns eine Freude, Sie bei uns zu haben. Zur heutigen Folge von Zwischen Meisterin und Schülern. Seien Sie nächsten Sonntag wieder dabei zu Teil 4 unserer Sendung über Nahrungslosigkeit. Dr. Christopher Schneider, Lichtköstler und Wissenschaftler. Erfahren Sie etwas über die Symptome seines Körpers während des Übergangs zur Lichtnahrung. Bleiben Sie nun bitte dran bei Supreme Master Television zu Gute Menschen, Gute Taten. Gleich nach bemerkenswerte Nachrichten. Gott segne Sie und machen Sie es gut. It's been a pleasure to have you with us for today's episode of Between Master and Disciples. Join us again next Sunday for part 4 of our food-free program.
Dr. Christopher Schneider, a breatharian scientist, to learn about some of the symptoms that his body experienced during the transition to living food-free. Now please stay tuned to Supreme Master Television for Good People, Good Works, coming up after noteworthy news. God bless and farewell for now. To contact Dr. Christopher Schneider, please email govind@web.de. For more details, please visit www.suprememastertv.com/BMD.